Läuft, läuft, was man nicht hören will, verfolgt einen meist von allein, auch ohne den Sagenden. Test, Test, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ruberbrauber, Ruberbrauber, es zogen zwei Sänger zum säuselnden See. Gut, so also nur mal so fürs Protokoll, ohne Filter, weil, ist ja auch egal. Der Vortrag ist in Gänze nur abrundend bzw. vervollständigend, sozusagen für einen bloß etwaigen, außerordentlich hartgesottenen Zuhörer. Es gibt hier quasi schon einen Minus-Entertainment-Faktor, quasi ohne Masochismus kaum zu ertragen, aber man sollte das mal irgendwo auf den Tisch legen, aber nur damit das auch mal gemacht worden ist, also pro forma. Manchmal muss man etwas ausholen und manches ganz vervollständigen gelingt vielleicht auch nie. Ich will hier ausnahmsweise nichts kürzen. Es soll so zu den Akten ins Archiv. Es ist ohnehin schwer zu erläutern, schwer zu erörtern. Es muss ein erster Schritt oder Versuch bleiben. Eben fürs Protokoll ein unschuldiges Audio zwischen Zigarette und Kaffee. Der Finanzmarktkapitalismus verwandelt alles in ein Shithole, allen Patriotismus in eine geostrategische Schlangengrube, alles Liberale in eine Lebenslüge, macht alle Entscheider zu Sklaventreibern. Fick dich ins Ohr, fick dich in den, ach du weißt schon, und er hat dir deine Zeit längst gestohlen. Vielleicht hast du trotzdem noch Spaß oder Spiritualität oder so, aber der Ausgangsrahmen hat dir deinen individuellen Lebenssinn längst weggenommen. Der Sinn ist einfach Profit steigern, aber nicht deinen. Der Lohnsklave kann machen, was er will, wenn er gerudert hat, vor dem nächsten Rudern. In Gedanken kann er frei sein. Der Lohnsklave kann sich ausruhen, der kann auch unausgeruht rudern. Hauptsache rudern, und das geht immer gut mit dem Neoliberalismus im Nacken. Und dann können andere auch immer großzügig mit so viel Geld um sich schmeißen, wie sie nur wollen. Können den Boden unter deinen Füßen, die Bahn, den Wald, deine Krankenversicherung aufkaufen. Alles, was schon privatisiert ist, können an der Preisspirale drehen und alle deine Leute zu Niedergedrückten machen, die wiederum können dann ihre Depressionen pflegen und süchtig werden nach Ablenkung. Dem neoliberalen Finanzmarktkapitalismus bist du egal. Du kannst gerne auch verhungern und ausgetauscht werden. Geringverdiener, die nicht mit fast nichts auskommen, können pleite gehen, können Insolvenzverfahren kriegen oder sich das Leben nehmen und, mal ganz ungeschönt gesagt, nutzlose Esser können einfach eingehen wie verwelkte Pflanzen oder Katzenfutter fressen. Das ist wirtschaftsliberale Leistungsgerechtigkeit. Nutzlose Esser können einfach auf der Strecke bleiben. Ist in Afrika ja auch so. Wir wollten ja die Globalisierung, oder war das die Lobby? Wir wollten ja die Vereinheitlichung der Welt. Wir wollten ja, was die USA wollen. Oder die ganzen neoliberalen, wirtschaftsliberalen, Globalisierungsbegeisterten. Gleiche Armut für alle unteren Schichten gleichermaßen auf der Welt. Das ist auch der kleinste linksliberale Nenner in Sachen Gerechtigkeit. Gleiche Armut für alle. Gleiche Armut für alle Armen ist linksliberal gerecht, also neoliberal in Spiegelschrift mal rückwärts gelesen und zu Ende gedacht. Es wird so immer genug willfährige Lohnsklaven aus der Not heraus, wie auch Titanen in teuren Anzügen geben, die denken, sie wären nicht einfach nur Menschen,
Der Finanzmarktkapitalismus hat sich dabei längst verselbstständigt. Er kann alle Spieler und Spielfiguren und Parteien jederzeit austauschen. Für den Finanzmarktkapitalismus an sich ist niemand ein Mensch oder von Wert an sich. Hierbei ist nichts christlich. Es geht um den Nutzen. Alles ist Verfügungsmasse oder Humankapital oder Steuerzahler- und Konsumentenbestand. Der Finanzmarktkapitalismus will auch nicht alles und jeden partout integrieren. Der Arbeitsmarkt ist auch nicht wirklich integrativ oder inklusiv. Er will den Nutzen optimieren. Der Marktpreis für Arbeit, also der Lohn und die Gehälter, der Marktpreis für Arbeit wird durch rein potenzielles Überangebot optimiert. Rein potenzielles Überangebot. Dann bleiben die Löhne und die Lohnkosten im unteren Bereich der Preisspanne geerdet, also niedrig oder kümmerlich. Das ist optimal. Dann können sie im oberen Bereich der Skala dafür in den Himmel steigen, wie Raketen, in die Spitzengehalt zigtausend oder auch Millionen Stratosphäre. Die Einkommensspanne kann man dann maximal spreizen. Das System kann dich am ausgestreckten Arm verhungern lassen, völlig legal, und genau das ist ökonomisch genial. Das ist Motivation pur unter völliger Einsparung von attraktiven Arbeitsbedingungen. Motivation pur unter völliger Einsparung von attraktiven Arbeitsbedingungen. Das ist so schön wie die schönen Designeranzüge von empathielosen Egoisten. Oder Kürbisfratzen an Halloween, da sind sich selbst CDU, CSU und gute Teile der AfD einig. Es muss uns nicht allen besser gehen, der Nation, dem ganzen Volk oder so, den Bürgern. Es ist schon gerecht genug, wenn es den Nutzlosen noch etwas schlechter geht als den armen Schweinen, die im Arbeitsmarkt ausgebeutet werden, ohne jegliche wirklich erwähnenswerte Lohnanhebung, bei gleichzeitig spürbar steigenden Lebenskosten. Die können dann unterm Strich ein zwar fast noch erträgliches Minusgeschäft machen. Wir verkaufen ja nicht nur unsere Fähigkeiten am Markt, sondern auch einen Großteil unserer Lebenszeit, ihr Marktrabulisten. Und die Lebenszeit ist das unersetzbarste Gut überhaupt. Psychiater werden sicherlich benötigt, aber die Straße muss auch gefegt oder der Tisch abgeräumt werden, genauso dringend. Hier müsste man eigentlich längst mal umdenken, aber man kann den Menschen auch viel einreden und das für sich ausnützen. Dass Menschen oftmals lügen und mit vorgeschobenen Argumenten hantieren, aus Eigennutz, um sich und ihrem Team Vorteile zu verschaffen, ist dabei auch klar. Allerdings braucht die Welt wohl eher Psychiater als Philosophen. Das kann man wohl mittlerweile insbesondere als klar und als den wesentlichen Punkt betrachten. Wenn ein Gier- und Suchtsystem sich auf Geld konzentriert, dann gibt's keine Hoffnung mehr. Wenn man alles und jeden damit beeinflussen, ruhig stellen und hinbiegen kann, dann kann man nur auf den Kollaps warten. Wie bei Suchtkranken, und die konsequente Unvernunft, die Maßlosigkeit, die blinde Gier wird für den Kollaps in der Regel irgendwann auch sorgen. Tja, also ist die Zeit der einen wirklich wertvoller als die der anderen. Der eine kann mehr, aber eine qualifizierte Beschäftigung fällt vielleicht auch weniger schwer als eine stupide, eintönige und körperlich anstrengende. Das könnte man vielleicht nochmal aufgreifen, aber auch egal. Das jedenfalls zum Thema Löhne und Gerechtigkeit. Bringt doch mal alle den Inhalt eurer Mülltonne selber weg und wischt euch im Pflegeheim selber den Hintern. Meiner Meinung nach sind das für die Gesellschaft genauso wichtige Beiträge wie politische Reden schwingen oder Arbeiten auf dem Bau.
Aber naja, geschenkt, der Markt ist ja oberschlau im Bewerten, was man an den Spekulationsblasen im Finanzmarkt ja sehr schön erkennen kann. Aber ich krieg nur ein Laberflash und es ist alles eine Frage und eine Sache der Politik und der Meinungsmache. Links und rechts sind an sich nur einseitige Gewichtungen oder auch einseitige Übertreibungen, ein bisschen Fortschritt und Veränderung zulassen und andererseits ein bisschen Tradition pflegen und Kultur bewahren. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Wie kann man sich da nicht einigen können? Allen zugewinnen, dem Unternehmer, aber dafür keine Ausbeutung. Auch darauf zum Beispiel müsste man sich doch durchaus auch verständigen können. Aber alle wollen immer alles und wollen sich immer komplett durchsetzen und lieber gleich alles oder gar nichts. Und auf gar nichts wird's hinauslaufen. Der Rest ist Träumen. Es wird dabei ja sowieso rein nichts entschieden von den Seitenlinien. Die Struktur der Dinge wird von anderen vorgegeben. Die Zukunft kommt von weit entfernt und von weit, weit oben. Wir alle sind politischen Entscheidungen letzten Endes ausgeliefert. Die echte Macht ist immer die Lobby hinter den Debatten. Wir können das alles nur gut finden oder schlecht finden, quasi verbal liken oder disliken und darüber streiten, diskutieren oder schweigen. Aber wirklich mitreden können, Mitbestimmung ist allenfalls hypothetisch. Es gibt gar keinen Beweis für einen Einfluss von Diskussionen oder auch von Protesten. Ein eventueller Einfluss auf politische Entscheidungen ist höchstens gering und gut möglich sogar komplette Illusion, eine Ablenkung von der Ohnmacht, eine Ablenkung von der unbequemen Wahrheit, Entscheidungen von anderen und ihre Folgen einfach hinnehmen und über sich ergehen lassen zu müssen. Wir können streiten, um unsere Meinungen wichtiger zu nehmen, als sie sind. Es ist nicht mal klar, ob komplett alle gemeinsam etwas bewirken bzw. beeinflussen könnten. Das käme auf einen Versuch an, aber nicht mal das ist klar vor der Erfahrung. Vielleicht ist alles nur Selbstüberschätzung mit Millionen von wirkungslosen Worten. Rein theoretische Frage in die AfD-Runde. Wie soll denn die Geburtenrate aus der Schrumpfung herauskommen, wenn sich die meisten gar keine Kinder mehr leisten können, mit Hilfe von Prämien, Familienplanwirtschaft, Geld erst bei Lieferung? Das wäre nicht das echte Leben, das wäre nicht die echte Freiheit mit der Liebe und all ihren Zufällen und Spontanitäten. Soll die Geburtenrate auf die Weise aus der Schrumpfung herauskommen? Oder wie soll sonst die Geburtenrate aus der Schrumpfung herauskommen, wenn sich die meisten gar keine Kinder mehr leisten können? Fragezeichen. Ich sehe von allen Seiten nur Lohndrückung, aber dann braucht man aus Systemzwang halt Einwanderung. Warum? Weil, und darüber wird auffällig wenig geredet, weil die Kreditwürdigkeit vom Staat bzw. die Tragfähigkeit der Staatsschulden von der zahlenmäßigen Bestandserhaltung der Bevölkerung abhängt. Nochmal, weil die Kreditwürdigkeit bzw. die Tragfähigkeit der Staatsschulden von der zahlenmäßigen Bestandserhaltung der Bevölkerung abhängt. Denn auf deren Schultern werden die Staatsschulden übertragen, verteilt und vererbt, und das müssen die und die künftigen Generationen halt rechnerisch bzw. eben zahlenmäßig dann auch schultern können. Wenn nämlich diese Schulden zahlenmäßig abnehmen, dann nimmt auch die Kreditwürdigkeit der Staaten am Finanzmarkt ab. Dann wird auch seitens der zuständigen, unabhängigen
Agenturen, die von der sogenannten Banken-, Staatsschulden- und Eurokrise halbwegs allgemein bekannt sind, das Rating auf Ausblick negativ abgestuft, und dann besteht die große Gefahr, dass beim Schuldenberg die Zinsen steigen, das sind brutale Beträge, und dann ist der rechnerische Kollaps schon nahezu unabwendbar. Ein Haushalt muss sich eben letztendlich rechnen. Das kann man seit Jahren im Jahresbericht vom Internationalen Währungsfonds IWF nachlesen. Da werden anbei bemerkt gern auch Zahlen bzw. Quoten für Einwanderung pro Jahr vorgegeben. Top-Rating-Schuldner am Finanzmarkt kommt nicht von ungefähr. Stichworte: Alterung der Gesellschaft, Rentenproblem, nur als Teilgebiet davon, und eben Gefahr fürs Wirtschaftswachstum, schrumpfende Gesellschaft, Gefahr für die Staatsfinanzierung. Die offene Gesellschaft ist gewollt von ganz oben, von dort, wo Konzerne, die Hochfinanz, die Zentralbanken und ganz vorne dran die Währungshüter stehen. Die Rechten schimpfen derweil auf die Linken, sind das da oben jetzt die Linken, die linken Zentralbanken und die linke Hochfinanz? Oder wie soll man das sehen? Ich sehe da eher nur neoliberale Kapitalisten, das müsste man schon so sagen dürfen, die eben einen freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen über alle Grenzen hinweg wollen, am besten ohne Verzögerungen und eben ohne störende Kontrolle. Hier geht's um ganzheitliche Marktfreiheit, um Weltmarkt. Sind das linke Kapitalisten, die von ihrem Profit niemals auch nur ein Prozentpünktchen hergeben möchten, wenn es sich nicht auch wieder irgendwie rentiert, also höchstens reinvestieren und sei es zum Image pflegen, zum Marketing? Sind das die Linken? Hier ist die Rede von Silicon Valley und börsennotierten Konzernen und ihren Investoren, Banken und Hedgefonds und sonstigen. Das sind allerdings schon Kapitalisten, und die sind jetzt links. Ach echt jetzt? Linke Kapitalisten? Sollte man dann zur Sicherheit an den Klapperstorch auch noch gleich mitglauben? Ich glaube, da geht es allerdings um harte Währung. Bei der unbedachten, leichtfertigen Begriffsverwendung kann ich nicht mitkommen. Wenn ich links mit liberal gleichsetze, kann ich auch zum Beispiel gut mit geizig oder grün mit Natur gleichsetzen und mir das Denken in Zukunft komplett ersparen. Es gibt die Linken, die Linksliberalen, Gesellschaftsprogressiven und neuerdings die Woken Kapitalisten. Das sind Worte, das sind Namen und das sind ganz verschiedene Paar Schuhe und bezieht sich auf unterschiedliche Bereiche, mal auf die Wirtschaft, mal auf die Gesellschaft, auf den Lifestyle und eher weniger auf die soziale Gerechtigkeit, auf die vernünftige Verteilung von Wohlstand. Das wird sogar eher gern ausgeklammert oder nur nebenher mal thematisiert. Davon hat sich alles mal so gesagt Kombinationslinke entfernt, von der Frage nach der vernünftigen Verteilung von Wohlstand. Streng genommen sind die sogenannten Linksliberalen nicht allzu links, sondern hauptsächlich gesellschafts- oder Lifestyle-progressiv und eben durchaus wirtschaftsliberal. Dasselbe gilt für die sogenannten Woke-Kapitalisten. Das aber sind die Mächtigen. Böse Zungen könnten sagen, die Woke-Kapitalisten sind die Klientel oder die Lobby und die Linksliberalen sind deren Lobbyisten bzw. deren Marketingabteilung. Böse Zungen könnten auch sagen, das sind Lifestyle-progressive Ablenkungen von den sozial ungerechten Tatsachen, von der völlig absurd unverhältnismäßigen Wohlstandsverteilung. Böse Zungen könnten auch sagen, das sind bloß scheinbar linke Tarnjacken, um die Linken, die traditionell ihre Gegenspieler sind, für sich zu vereinnahmen.
Der woke Kapitalismus will sich, insofern gewissermaßen seine ursprünglichen Gegner vor den eigenen Karren spannen, wie ein rotes Tuch als Ablenkung von den tatsächlichen Entscheidern und den echten Linken quasi die Flinte dadurch entschärfen. Der Wokismus ist sozusagen das Lasso, mit dem sich der Kapitalismus die Linke für sich eingefangen hat, eine Ideologie wie so eine Art Ersatzreligion und eben Ersatzweltreligion, der sich Kapitalisten sowie auch Gesellschaftsliberale möglichst leicht zuneigen und anschließen können, weil es opportunistische Vorteile mit sich bringt, wofür gesorgt wird, eine Laissez-faire-Ideologie, die nur eben für grundsätzliche Globalisierungsgegner abstoßend ist. Und die aber ansonsten auch mit sozialer Gerechtigkeit hinsichtlich ökonomischer Gleichstellung oder auch nur Verhältnismäßigkeit nicht viel am Hut hat. So kann man dann auch einige von den echten und insbesondere nicht opportunistischen Linken als enttäuschte Linke nach rechts treiben, wo man sie besser diffamieren kann. Und trotzdem eben kann man der Sache das Wort links anhängen. Es ist dann links-woke oder eben linksliberal, weil es insbesondere auch beziehungsweise eben fast schon demonstrativ in Sachen Geschlechter und Auslebung der Sexualität der Menschen ultra-progressiv ist, beziehungsweise eben als antikonservativ betrachtet werden kann. Anmerkung, Doppelpunkt, antikonservativ einerseits, aber könnte einem auch egal sein, vielleicht mal drüber nachdenken, man muss nicht gegen jedes rote Tuch rennen, mit dem rumgewedelt wird. Die echten Linken sind jedenfalls ja zwar natürlich auch gegen Diskriminierung, aber vor allem auch gegen Ausbeutung. Und eben letzteres, insbesondere die Ausbeutung, ist bei den ganzen Liberalen höchstens Nebenthema und kein merkliches Herzens- oder Hauptanliegen. Und genau da liegt offenbar der Hund begraben, die Ausbeutung der Menschen. Und man muss nicht immer erstmal in die Ferne blicken. Was aber jedenfalls die offiziellen Linken und die offiziellen Rechten in der Welt wollen, verändert zudem in der Wirklichkeit rein gar nichts, denn von der Seitenlinie aus können alle doch nur reden. Die sogenannten Woke-Kapitalisten sind am Machen und am Gestalten. Alles andere ist nur opportunistisches Handeln im Sinne der Lobby und hauptsächlich viel Stimmung machen, Marketing. Und das ganze Reden und das Streiten bringt derzeit schlechterdings kaum was, außer hauptsächlich Vernebelung. Nämlich, dass die Rechten überall nur noch Linke und die Linken überall nur noch Rechte sehen und keiner schaut mehr konsequent nach oben, dahin, wo die Entscheidungen auf uns herunterkommen. Man kann herrlich über das streiten, was jeweils die anderen gut oder schlecht finden, die aber allesamt gar nichts zu entscheiden oder zu bestimmen haben. Die nur von der Seitenlinie aus, finde ich gut, finde ich schlecht Stimmung oder geht ja gar nicht Stimmung machen und sich ständig gegenseitig reizen mit bloßen Meinungsäußerungen, die sowieso nur theoretisch und völlig unverbindlich sind. Und alle wollen in ihrem reduzierten Dualdenken, links, rechts, irgendwie am Finanzmarktkapitalismus und am Finanzsystem vorbei philosophieren, aber in dieses ist alles eingebettet. Es passiert nichts, das nicht finanziert ist. Ohne Geld oder Aussicht auf Geld bewegt sich nichts. Wer finanziert das, was du willst? Der müsste dann stärker sein als alle anderen möglichen Sponsoren des Gegenteils. Wer kann das sein? Es ist immer der Kapitalismus, angekoppelt ans Finanzsystem. Wie links der woke Kapitalismus wirklich ist, wird man dann zukünftig beim Blick in den Geldbeutel erleben oder daran, ob die Leute auch mal neue Klamotten anhaben. Ich selber spare mir das, ich bin da nachhaltig. Ich investiere lieber in Linsen, Kichererbsen und Dosenbohnen. Nur zur Sicherheit, ich bin halt auch Skeptiker. Ich sehe keinen Grund für Entspannung oder gute Zeiten. Es geht einfach weiter so wie üblich.